Hallo, hallo, guten Abend, Feiertag, Kettelfeiertag. Guten Abend, Kettelfeiertag. Hallo, guten Abend. Ja, ich wollte euch jetzt mal ein bisschen. Also, ich muss. Sie habt ja das gesehen. Sind nur schöne Kostüme, gell? Ja, aber lila kann ich nicht anziehen, das macht mich alt. Ja, und jetzt, wo ich mich gerade fit halte, gell, guten Abend, Feiertag, Kettelfeiertag, gell? Ja, ich hab gelernt jetzt, wie man sich bewegen muss. Man muss die Muskeln trainieren, gell? Das ist, ja, ich kann, warte mal, bevor ich jetzt die Treppen aufgehe, müsst ihr jetzt mal genau gucken. Ich hab das gesagt gekriegt, wie man das machen muss. Und zwar muss man da den Sprinter machen. Ja, und das ist, Moment, ich gehe mal ganz konzentriert und auf. Ja, da muss, das ist nicht. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, weil nämlich zu dem Sprinter kommt noch eine zweite Übung. Und zwar muss man, und deshalb habe ich mich jetzt konzentrieren müssen, ich muss mit meinem Ossis Famoris reden. Ja, den habt ihr auch. Ihr habt sogar zwei. Das sind die da. Ja. Ja, und dem muss ich sagen, wenn ich den Sprinter mache für die Treppe, und dann muss ich dem sagen, hallo Ossis, du musst, ja, man muss, ich bin noch per Du mit dem, es ist meiner. Ja. Und dann. Ja, und dann muss ich dem sagen, dass er von rechts hin oben außen so in einem Bogen mit dem Schwung über die Mitte noch rechts vorne unten außen muss. Ja, und dann kann man Treppe laufen. Das habe ich gelernt. Ja, und zwar hat der Doktor gesagt, ich war beim Doktor, weil ich habe ein bisschen Rigge hatte. Und ja, dann bin ich zum Doktor, dann sagt der Doktor zu mir, ich muss ein bisschen Muskeln trainieren, ein bisschen turnen. Und dann geht es wieder auf die Reihe kommen, ich wäre ein harter Knochen. Nee, das hat er nicht gesagt, nee. Ich hab einen harten Knochen. Nee, das hat er nicht gesagt. Ich wäre froh, meiner hätte alles gemacht. Nee, nee, nee. Also ich habe ganz viele harte Knochen, hat er gesagt. Aber ich muss halt, wie gesagt, die Muskeln trainieren. Ne? Und ja, es war mir ein bisschen unangenehm erst, weil wenn ich bloß ans Turnen denke, siehst, ich muss erst sagen, wo ich in die Schule war, gell, hat die Lehrerin immer gesagt, Kettel, entweder turnst du mit oder du kriegst einen Sechser. Ja, den Deal bin ich eingegangen. Ja, ob ich jetzt, wenn ich den sowieso kriege, dann muss ich ja nicht noch erst turnen davor, gell. Also, ja, und ja, dann bin ich dann auf jeden Fall bei uns da in der Nähe, ist ein Verein, ein Athletenverein. Da bin ich dann nochmal hier, hab gedacht, das sind starke Männer, ne? Vielleicht kann ich da was lernen. Und ja, die erste, wo ich da getroffen hab, das waren Gewichtheber. Die haben zwei Disziplinen. Reisen und Stoßen. Ja, das heißt so. Und das ja, ich kann euch was sagen, das ist eigentlich schon schön, weil bei so einem Gewichtheber, ne, dann muss man kommandieren. Ja, du sagst zu dem, auf, auf, auf. Ja, und wenn er steht, sagst du, bleib stehen, steh. Ja, und soll ich euch was sagen, der bleibt so lange stehen, bis er absagen. Aber das war jetzt nicht so für mich, weil das ewige Rumschreien da, auf, steh, ab, auf, kommt ja auch keine Stimmung auf dann, gell. Ich habe das dann meiner Freundin, der Hannelore, gesagt, also du, ich muss Sport machen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Nur hat die gesagt, Herr Kettel, das bin ich, Kettelfeiertag, ja. Nur hat die gesagt, Herr Kettel, ich hab was, du gehst reiten. Ja, hat sie gesagt, da sitzt du, wirst durchgeschockelt und kannst ja die Gegend angucken. Ja. Und da habe ich
Da bin ich, habe ich dann da geguckt, wir haben so einen Reiterhof bei uns in der Nähe. Dann bin ich da mal hin, dann habe ich die Reitlehrer gesucht, gell? Die waren dann da in dem Raum gewesen. Und dann habe ich gesagt, guten Tag, ich bin die Kettelfeiertag, steht gern ein bisschen reiten. Ja, und, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist immer so, wenn ich neu komme, die Männer, ich erschlag die dann mit meiner Weiblichkeit, gell? Ja. Ja, da hat sich keiner getraut, jetzt die Hand zu heben, gell? Die haben dann gelost. Ja, der mit den Nied hat es dann gemacht. Ja, und da hat er mir, das muss ich euch mal zeigen, der ist mit, ich habe gesagt, ich muss mit aufs Zimmer, man muss erst Trockenübungen machen. Ja, und dann hat er mir erklärt, auch die Kleider müssen passen, gell? Bei jedem Sport gibt es passende Kleidung. Und dann musste ich so Hose anziehen, die heißen Slacks. Da ist da vorne was, und dann ist da vorne was, und da hinten und da in der Mitte ist nichts. Und die habe ich auch gehabt mit nichts drunter. War mal ein bisschen peinlich, gell? Ja, und auf jeden Fall hat der dann gesagt, der Reitlehrer, also es ist wichtig, auch wie man aufsteigt, also man muss von einer Seite rüber, das Bett rüber, und dann sitzt man und dann müssen auf jeder Seite ein Bäbomble. Ja, wobei, das bombelt gar nicht. Habt ihr da kleineren Stiel? Och, da war der Reitlehrer drunter. Ach, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, ja. Ja, und der Reitlehrer hat dann zu mir gesagt gehabt, also das gibt es jetzt, hat verschiedene Arten zu reiten. Das geht langsam. Ja, ich schon noch gesagt, ich muss ihm in die Aare gucken. Also im Pferd. Ja, das ist der Reitlehrer, war das Pferd, ne? Und ich muss im Pferd, also im Reitlehrerpferd, jeweils, ich brauche Blickkontakt, hat er gesagt. Und dann geht es langsam los mit dem Trab. Und dann kommt der Galopp und dann was weiß ich noch. Ja, und zum Schluss hat er gesagt, das ist dann die höchste Stufe, das ist der Loop. Und da gibt mein Pferd dann die Sporen. Ne? Und da hab ich dann geloopt, gell? Ja, und hab dann mal die Sporen gegeben, gell? Ich kann euch sagen, der hat keine Lust mehr gehabt dann. Ja, ich hab dann gedacht, wenn das auch nichts ist, gell, dann mache ich halt jetzt keinen Sport. Aber ich habe so gemisst vom Doktor aus, wegen meiner harten Knochen. Und ja, da habe ich mir gedacht, meine letzte Rettung ist die Volkshochschule. Ja, da gehe ich jetzt mal hin, die tun ja auch immer Kurse anbieten, gell, da kann man gucken. Ich habe dann Atemkurs schon gemacht und so. Und da bin ich hingekommen, her, und ich habe so Glück gehabt. Ja, da war, glaube ich, Happy Hour oder so. Da waren zwei Kurse auf einmal. Ja, das war ein Tanzkurs. Dann habe ich gedacht, ach, tanzen, das ist ja, muss man sich auch ganz schön anstrengen, gell? Und dann war da gleichzeitig noch so, ach Gott, wie soll ich denn sagen, so ein Ethikkurs dabei. Also so, ja, so wie lege ich meinen Mantel ab? Ja, und wie ziehe ich meine Schuhe aus? Muss man ja auch ein bisschen richtig machen, gell? Wenn man Eindruck schinden will, ne? Ich meine, das ist preist jetzt, gell, aber. Ja, und auf jeden Fall habe ich gedacht, her, den Kurs belege ich. Einzigste Problem war, da waren keine Männer dort. Die machen das nicht so gern, gell. Aber die Frauen haben sich zu helfen gewiss, die haben an der Stange getanzt. Ja, habe ich jetzt daheim nicht machen können, gell. Ich meine, wer hat schon eine Stange daheim? Ich nicht. Und meine auch nicht. Aber ich muss sagen, ich habe das Tanzen geübt. Und also ich bin jetzt eigentlich am Überlegen, falls ihr Not in Interesse habt, ob ich nicht Tanzkurse gebe. Weil ich fürchte, ich bin wirklich talentiert. Ja, ich zeige euch das jetzt vielleicht mal, kleine Kursprobe. Ne? Nicht ganz bis zum Schluss, gell, aber ein bisschen was. Könnt ihr ein bisschen Musik haben? Ja.
liebe Kegel, genau so machen wir das. Und verteilst nachher mal beim Rausgehen überall dein Visitenkärtchen, weil dann können wir dich anrufen, wenn wir die Reihenfolge nicht mehr so ganz wissen von dem, was du uns da eben gezeigt hast. Ein wunderbarer Vortrag, immer Geschichten, die das Leben schreibt. Das gibt die uns hier zugehört, ist doch ein Traum, oder? Kegel Feiertag alias Jutta Hinterberger aus der wunderschönen Pfalz. Danke dir nochmal für den tollen Beitrag.